Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Frau aus einer Rippe besteht und die obersten Rippen sind eben krumm, verbeugt. Wenn du die Rippe gerade machen willst, was passiert dann? Bricht sie. Und was ist die andere Lösung? Du lässt sie. Wenn du sie brichst, was ist das? Ja? Die Scheidung. Also wenn es gebrochen ist, also die Beziehung ist getrennt. Das ist die Scheidung. So, was will uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit sagen? Er will damit sagen, die Frau ist nicht so wie der Mann. Und der Mann ist nicht so wie die Frau. Wenn jetzt ein Konflikt da ist zwischen Mann und Frau, dann gibt es folgende Möglichkeit. Entweder du willst die Frau zum Mann machen, indem du sagst, bleib nicht so, sondern du sollst gerade sein. Was ist dann? Dann bricht sie. Was heißt das, die Frau soll zum Mann? Also die Denkweise. Eine Frau ist eher emotionaler, oder nicht? So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, und das ist wohl kein Geheimnis. Und es gibt ja Wörterbücher Mann, Frau, oder nicht? Gibt es das nicht? Ja, das heißt, der Mann sagt was, die Frau versteht so. Die Frau sagt was, der Mann versteht so. Das heißt, es gibt bestimmte Unterschiede zwischen Mann und Frau. So, wenn jetzt diese zwei Wesen, die unterschiedlich denken, unterschiedliche Emotionen haben, so wie geht das jetzt, dass sie zusammenbleiben? Was ist die Lösung, dass es gleich wird? Du biegst dich. Was heißt du biegst dich? Du gibst nach, Kompromisse eingehen. Also sie soll machen, was sie will. Es geht nicht darum. Und es heißt auch nicht, dass du machen sollst, was du willst, sondern Verständnis, Rücksicht. Dann klappt es. Und schaut euch mal an, was Allah hier in dieser Ayah sagt. Und er hat aus ihm seine Gattin gemacht. Das heißt, die Frau ist Teil des Mannes. Sie ist du. Und du bist sie. Also als ob du vor dem Spiegel stehst. Und deswegen findet der Mann bei seiner Frau was? Ruhe, Sekan. Dieser Begriff Sekan heißt Heim, Wohnung. Wo ruhst du dich aus? Wenn du zu Hause bist. Also natürlich vorausgesetzt, zu Hause ist Ruhe, ja, normalerweise. Ja. Wenn es Probleme gibt, dann will man nie nach Hause gehen. Aber das ist ja keine Lösung. Rasul alaihi salatu wasalam sagt, hüte deine Zunge und dein Heim soll dir genügen. Also bleib zu Hause, du sollst nicht arbeiten gehen. Nach der Arbeit sollst du nicht die ganze Zeit draußen sein, bleib zu Hause. Es geht um Männer jetzt, ja? Es geht nicht um die Frauen. Also Frauen sollen ja auch zu Hause bleiben. Aber ich meine jetzt, dass die Familie sich trifft. Heutzutage heißt das natürlich auch, dass das Beisammensein eben genügen soll und nicht jeder an seinem Handy. Das ist ja die Krankheit unserer Generation. Alle sind zu Hause, wollen gar nicht mehr raus. Warum? Weil sie alle am Handy sitzen. Also wenn du heiratest, möge Allah allen Geschwistern rechtschaffene Eheleute geben, wenn du heiratest, dann ist das ein Grund der inneren Ruhe. So hat Allah Jalla Jalaluhu uns erschaffen. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, warum hat überhaupt Allah Hawa aus Adam erschaffen? Er hätte sie doch auch aus Ton und Lehm und so weiter erschaffen können. Oder irgendetwas anderes Externes. Warum aus Adam? Damit sie eben bei ihrem Ehemann Geborgenheit empfindet. Und damit der Ehemann, wenn die Frau bei ihm ist, auch Geborgenheit empfindet, denn ein Teil von ihm ist wieder bei ihm. Und dadurch entsteht eben diese Zuneigung und diese Gnade, wie es Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat.